Ja, aber auch wir bleiben im Kontext des Besuchs der Außenministerin in Kiew. Da hat sie unter anderem gesagt, ich zitiere kurz, Russlands perfides Ziel ist es, die Menschen in der Ukraine auszuhungern. Da würde mich interessieren, auf welcher faktischen Grundlage sie diese Aussage getroffen hat und was für Belege dem AA vorliegen, um diesen Vorwurf zu untermauern. Weil auszuhungern hat ja schon noch mal gerade auch in dem Kontext des hiesigen Landes eine fette Konnotation. Also, Herr Wawel, Sie brauchen sich nur die Bilder, Berichte, Untersuchungen, die es ja in mannigfaltiger Art gibt, anzuschauen und zu sehen, was Russland in der Ukraine macht. Russland bombardiert dort Infrastruktur, Energieinfrastruktur. Ich glaube, es waren allein im letzten Jahr 1500 Raketen auf Energieinfrastruktur, die dann in der Konsequenz natürlich das Ergebnis haben, dass Menschen der Strom fehlt, dass Menschen die Wärmeversorgung, die Wasserversorgung fehlt, um sich zu versorgen. Russland bombardiert Getreidesilos, bombardiert Hafenanlagen in Odessa am Schwarzen Meer, um zu verhindern, dass Getreidelieferungen, dass Getreidetransporte stattfinden. Also es gibt genug sozusagen Belege dafür, dass Russland in der Ukraine einen brutalen Angriffskrieg führt, der auch ein Ziel hat im Winter, die Bevölkerung zu zermürben, sie müde zu machen und sie von jeglicher Versorgung abzuholen. Ja, aber wir sprechen jetzt hier von der Außenministerin. Sie hat ja von Aushungern gesprochen. Alles, was Sie angeführt haben, inklusive die Weizenbestände, sind ja für den Export gedacht. Aber sozusagen, welche Belege gibt es dafür, dass Russland, wie von der Außenministerin angeführt, das erklärte Ziel hat, die Bevölkerung auszuhungern? Also Herr Warwick, Teil des Besuchs der Außenministerin vor Ort war auch ein Gespräch mit Menschen, die im Osten der Ukraine unter der russischen Besatzung extreme Dinge erlebt haben und in ihrer Eindrücklichkeit kaum stärker sein könnten in den Verbrechen, die ihnen da angetan werden. Insofern lasse ich mich jetzt hier nicht sozusagen auf semantische Diskussionen mit Ihnen ein. Ich glaube, es ist für die ganze Welt sichtbar, was Russland in der Ukraine